Hatten Sie schon einmal Angst, ein naher Verwandter könnte Ihre Entmündigung beantragen? Aber auch Banken, Behörden oder einfach der gute, nette Nachbar von nebenan kann eine Sachwalterschaft, so heißt nämlich die Entmündigung im Fachjargon, beantragen. Und die Zahl der Sachwalterschaften hat sich in den vergangenen 10 Jahren fast verdoppelt. Bei der Volksanwaltschaft häufen sich inzwischen die Beschwerden in Sachwalterschaftsfällen. Es werde zu früh und viel zu oft von den Gerichten ein Sachwalter bestellt, so die Volksanwaltschaft. Ob es zu einer Reform dieser Entmündigungsverfahren überhaupt kommen kann, das weiß Dagmar Wohlfahrt. Entmündigt ist man schnell in Österreich. Kafkaesk muten oft die Umstände an, dass jemand besachwaltet wird. Vor 4 Jahren stand die Pensionistin Elisabeth Lusek bei einer Gerichtsverhandlung ohne Rechtsbeistand vor der Richterin. Ihr Anwalt war am Verhandlungstag plötzlich erkrankt. Angeregt hat es eigentlich diese Richterin, wo ich dort gestanden bin und den Prozess nicht führen konnte. Mit mir konnte sie ihn nicht, ich hatte keine Unterlagen, weil die hat mein Anwalt gehabt, der im Spital gelegen ist. Ja? Ich war nicht informiert. Und die hat es mir aber, glaube ich, gut gemeint. So hätte ich es irgendwie eingeschätzt, ja? Weil sie gesagt hat, naja, sie können das jetzt nicht, aber ich gebe ihnen eine Verfahrenshilfe. Tatsächlich bekam die alte Dame keine Verfahrenshilfe, sondern einen einstweiligen Sachwalter. Sie hörte damit auf, als eigenständige Person zu existieren. Der Sachwalter hatte die Aufgabe, sie vor allen Behörden zu vertreten und sich um das Zinshaus im 17. Wiener Bezirk zu kümmern. Statt von ihrer Pension und den Mieteinnahmen leben zu können, genehmigte ihr der Sachwalter ein Taschengeld von gerade 50 Euro pro Monat. Und beim Abschied gibt er mir dann 50 Euro. Und ich sage, für was, wieso geben Sie mir 50 Euro? Sagt er, ja, die gehören Ihnen. Ich habe mir gedacht, na, wieso gibt mir der 50 Euro jetzt? Ja? Ich habe ja nicht gewusst, dass er mir das andere alles weggenommen hat. Und habe mich noch bedankt für die 50 Euro 100 Mal. Ich habe mir gedacht, na so, das ist aber ein netter Anwalt. Der gibt mir für nichts 50 Euro. Elisabeth Lusek, die aufgrund einer Augenoperation zurzeit ständig eine dunkle Brille tragen muss, hat sich, wie viele andere besachwaltete Personen, an die Volksanwaltschaft gewandt. Volksanwältin Gertrude Brinek wird immer häufiger mit solchen Fällen konfrontiert. Allein im Vorjahr waren es mehr als 100 Personen, die sich diesbezüglich an sie gewandt haben. Und es werden immer mehr. Frau Lusek hat sich zunächst darüber beschwert, dass sich der Sachwalter, ein Rechtsanwalt, weder um sie noch um ihr Mietshaus gekümmert hat. Trotzdem dafür aber viel Geld kassiert hat. Nicht einmal die Betriebskosten für die Wohnung wurden vom Sachwalter bezahlt. Ich war 2 Winter ohne Heizung, ohne warmem Wasser, in der eisigen Kälte. Ich habe ihm 100 Mal angerufen und immer hat er gesagt, ich hab's zur Kenntnis genommen, aber es hat sich nichts getan. Er wäre für alle diese Dinge verantwortlich gewesen. Er hat sich um mich ja gar nicht gekümmert und ums Haus noch weniger. Am häufigsten beklagen Betroffene, dass sie zu wenig Taschengeld vom Sachwalter bekommen. Oft wird den Besachwalteten nicht einmal für Heilbehelfe und Arztbesuche Geld zugestanden. Die Betroffenen sagen dann, wozu sparen? Warum gibt er mir nicht mehr Geld, damit ich mich bewegen kann, ein bisschen wegfahren kann? Ich habe Fälle, wo da ältere Männer sitzen und sagen, ich kann meine Freunde nicht mehr treffen. Meine Frau ist gestorben, meine Kinder sind irgendwo. Also was soll das? Ich brauche nicht für eine Nachkommenschaft sparen. Wenn aber das Honorar prozentuell vom Einkommen ist, ja, dann stoßen hier 2 Interessen aufeinander. Ja? Und das Schwierige ist, dass Angehörige, Familienangehörige, wenn es einen Sachwalter von außen gibt, nichts anregen können, nicht gehört werden müssen. Und sie haben auch kein Recht auf Akteneinsicht. Ingeborg Kneip hat viele Jahre lang ihre an Alzheimer erkrankte Mutter in diesem Haus gepflegt und war auch ihre Sachwalterin. Aufgrund eines, wie sie annimmt, negativen Berichts einer Hauskrankenschwester wurde ihr nicht nur die Pflege der Mutter, sondern auch die Sachwalterschaft entzogen. Obwohl das eine mit dem anderen nichts zu tun hat. Ihre Mutter wurde sofort in ein Pflegeheim eingewiesen. Eine zur Sachwalterin bestellte Rechtsanwältin kümmerte sich fortan um das Vermögen. Insgesamt 3 Immobilien. Dass die Angehörigen vom Gericht praktisch kriminalisiert werden,
indem man, glaube ich, von Haus aus annimmt, dass es sich nur um Erbschleicher handelt, die ihren alten Müttern und Vätern die Butter am Brot nicht gönnen. Das halte ich doch für übertrieben. Ich finde, in einer Demokratie sollte gegenüber den Untertanen schon ein bisschen mehr Vertrauen herrschen von Seiten der Obrigkeit. Und ich sage ganz bewusst Untertan und nicht Bürger. Ich habe mich in diesem ganzen Verfahren als Untertan gefühlt. Mir wurde jegliche Kommunikation sowohl durch die Sachwalterin als auch durch das Gericht verweigert. Und heute noch darf ich den Pflegschaftsakt nicht sehen. Bis heute, 2 Jahre nach dem Tod der Mutter, weiß Frau Kneipp also nicht, warum ihr die Pflege und die Sachwalterschaft entzogen wurden. Ihre Mutter, eine studierte Juristin, lag dann bis zu ihrem Tod fast bewegungslos in einem Bett im Pflegeheim. Um das Haus, das in den 1990er Jahren von Mutter und Tochter gemeinsam umgebaut wurde, kümmerte sich Frau Kneipp selbst. Die Sachwalterin hatte also nicht sehr viel Arbeit. Die sogenannte Belohnung des Sachwalters besteht aus 5% des Nettoeinkommens des Besachwalteten plus 2% vom Vermögen, das 10.000 Euro überschreitet. In unserem Fall hat die Sachwalterin einen ihr bekannten Immobiliensachverständigen ausgesendet. Der hat unser Haus von außen fotografiert und aufgrund dieses Fotos den Wert des Hauses über den Daumen gepeilt. Er vermutete einen Wert von 550.000 Euro. Es sind noch 2 andere Liegenschaften da, die wurden auch geschätzt von diesem Herrn. Die Sachwalterin hat dann bekommen im Jahr ungefähr 14.000 Euro. Besonders ärgert Frau Kneipp, dass die Sachwalterin ihr Honorar nicht vom dreifachen Einheitswert, sondern vom weit höheren Verkehrswert berechnet hat. Und dagegen kämpft sie auch jetzt vor Gericht an. Dass sich die Bezahlung der Sachwalter künftig nicht mehr am Vermögen orientieren soll, davon hält die Justizministerin wenig. Ich höre auf der einen Seite die Beschwerde, dass die Sachwalter zu wenig bekommen, weil eben in vielen Fällen einfach kein Vermögen oder ein sehr geringes Vermögen vorhanden ist. Auf der anderen Seite gibt es Fälle, wo ein großes Vermögen vorhanden ist. Ja. Aber was sagen Sie dann den Sachwaltern, die nichts oder wenig bekommen, wenn ein geringes Vermögen vorhanden ist? Das wird dann egal sein, dort ist es in Ordnung. Finden Sie das richtig, dass es da keine Obergrenzen gibt? Also ich glaube, es sind sehr wenige Fälle, wo das wirklich richtig große Beträge sind. Das gibt es auch, aber die Fälle sind nicht so viel. Und das ist dann oft so, dass man das dann eben gerne einem Sachwalter gibt, so einen Fall, der auch viele Fälle macht, wo er gar nichts bekommt. Das ist natürlich jetzt eine Querverteilung. Aber anders werden wir keine Leute finden, die ganz gratis ein Jahr lang arbeiten und haften. Bei den Honoraren der Sachwalter sieht man von Seiten der Justiz also keinen Reformbedarf. Allerdings sollte die Sachwalterschaft generell zurückgedrängt und durch alternative Betreuungsformen ersetzt werden. Das war der Tenor einer Enquete der ÖVP zu diesem Thema. Analog zur Jugendwohlfahrt fordert man die Schaffung einer Alterswohlfahrt. Was also brauchen die Betroffenen? Sie brauchen Hilfe bei Rechtsgeschäften und Hilfe bei der Organisation von Pflege, Gesundheitsvorsorge sowie des täglichen Lebens. Daher unser Vorschlag, strukturelle Maßnahmen, um eine Alterswohlfahrt zu schaffen. Die Sachwalterschaft sollte immer nur das allerletzte Mittel sein. Nach mehr als 3 Jahren Besachwaltung und einem neuerlichen Gutachten eines gerichtlich beeideten Neurologen ist es Frau Lusek gelungen, was nur den allerwenigsten gelingt. Sie konnte den Sachwalter loswerden. Ja, Gott sei Dank bin ich gesund genug gewesen, um das zu können. Jetzt, was macht ein kranker Mensch? Der kann das nicht. Der kann das nicht. Weil das ist, kostet sehr viel Energie und Substanz, wenn man immer wieder abgekanzelt wird, wie wir ein... Ich habe 3 Jahre nicht existiert. Heute sitzt Elisabeth Lusek auf einem Berg von Steuerschulden. Der Sachwalter hat es verabsäumt, ihre Einkommensteuererklärungen fristgerecht zu erledigen. Und sie sieht sich horrenden Honorarforderungen ihres ehemaligen Sachwalters gegenüber. Mit Hilfe der Volksanwaltschaft und eines Rechtsanwaltes will sie jedoch auch dagegen ankämpfen. Wir werden uns weitere Fälle ansehen.